Kapitel 21, Abschnitt 8. Wahrnehmung und Wünsche. Siehst du denn nicht, dass all dein Elend von der merkwürdigen Überzeugung herrührt, dass du machtlos bist? Hilflos sein ist der Preis der Sünde. Hilflosigkeit ist die Bedingung für die Sünde, die eine Voraussetzung, an die zu glauben sie verlangt. Nur die Hilflosen könnten an sie glauben. Das Ungeheuerliche hat für niemand einen Reiz als für die Kleinen. Und nur die, die zuerst glauben, klein zu sein, können eine Anziehung darin sehen. Verrat am Gottessohn ist die Abwehr derjenigen, die sich nicht mit ihm identifizieren. Und du bist für ihn oder gegen ihn. Entweder liebst du ihn oder du greifst ihn an. Entweder beschützt du seine Einheit oder du siehst ihn durch deinen Angriff zerschmettert und erschlagen. Niemand glaubt, dass der Sohn Gottes machtlos ist. Und diejenigen, die sich als hilflos sehen, müssen glauben, dass sie nicht der Sohn Gottes sind. Was können sie dann anderes als sein Feind sein? Und was können sie tun, als ihm seine Macht zu neiden und sich durch ihren Neid selber Angst vor ihr einzujagen? Das sind die Finsteren, stumm und voller Angst, allein und ohne Kommunikation, die fürchten, dass die Macht des Gottessohnes sie erschlagen werde und ihre Hilflosigkeit gegen ihn aufrichten. Sie schließen sich dem Heer der Machtlosen an und führen ihren Krieg der Rache, der Verbitterung und Bosheit gegen ihn, um ihn eins mit sich zu machen. Weil sie nicht wissen, dass sie mit dem Eins sind, wissen sie nicht, wen sie hassen. Sie sind fürwahr ein jämmerliches Heer, und jeder greift mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit seinen Bruder an, oder wendet sich gegen sich selbst, wie er sich erinnert, dass sie glaubten, eine gemeinsame Sache zu hassen. Rasend und laut und stark scheinen die Finsteren zu sein. Sie kennen aber ihren angeblichen Feind nicht, sondern hassen ihn nur. Im Hass sind sie zusammengekommen, doch ohne sich zu verbinden. Denn hätten sie das getan, wäre Hass unmöglich. Das Heer der Machtlosen muss sich in der Gegenwart der Stärke auflösen. Diejenigen, die stark sind, sind niemals verräterisch, denn sie brauchen nicht von Macht zu träumen und ihren Traum auszuagieren. Wie würde denn ein Heer in Träumen handeln? Auf jede beliebige Weise. Man könnte sehen, wie es jeden mit allem Möglichen angreift. Im Traum liegt keinerlei Vernunft. Eine Blume wandelt sich in einen Speer voll Gift. Aus einem Kind wird da ein Riese und eine Maus brüllt wie ein Löwe. Und Liebe wandelt sich genauso leicht zu Hass. Das ist kein Heer, sondern ein Irrenhaus. Was ein geplanter Angriff zu sein scheint, ist ein Tollhaus. Das Heer der Machtlosen ist wahrlich schwach. Weder hat es Waffen, noch hat es einen Feind. Ja, es kann die Welt wohl überrollen und sich einen Feind suchen. Doch kann es niemals finden, was nicht da ist. Es kann zwar träumen, es habe einen Feind gefunden, aber das wird wechseln, noch während es angreift, so dass es sogleich losstürmt, um einen anderen zu finden und nie im Sieg zur Ruhe kommt. Und während es so losstürmt, wendet es sich gegen sich und denkt,
es habe einen Blick erhascht auf jenen großen Feind, der seinem mörderischen Angriff stets dadurch entgeht, dass er sich in etwas anderes verwandelt. Wie verräterisch erscheint dieser Feind, der sich so verändert, dass es sogar unmöglich ist, ihn wiederzuerkennen. Der Hass muss aber ein Ziel haben. Es kann keinen Glauben an die Sünde geben ohne einen Feind. Wer, der an Sünde glaubt, würde zu glauben wagen, er habe keinen Feind? Könnte er eingestehen, dass niemand ihn machtlos gemacht hat? Sicher würde die Vernunft ihn heißen, nicht mehr nach dem zu suchen, was nicht zu finden ist. Zuerst muss er jedoch bereit sein, eine Welt wahrzunehmen, wo sie nicht ist. Es ist nicht nötig, dass er versteht, wie er sie sehen kann. Er sollte es auch nicht versuchen, denn konzentriert er sich auf das, was er nicht verstehen kann, wird er nun seine Hilflosigkeit betonen und sich von der Sünde sagen lassen, dass sein Feind er selbst sein muss. Lass ihn indessen nur diese Frage stellen, die er entscheiden muss, damit es für ihn geschieht. Verlange ich nach einer Welt, die ich beherrsche, anstatt nach einer, die mich beherrscht? Verlange ich nach einer Welt, in der ich mächtig anstatt hilflos bin? Verlange ich nach einer Welt, in der ich keine Feinde habe und nicht sündigen kann? Und will ich sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist? Vielleicht hast du auf die drei ersten Fragen schon eine Antwort gegeben, aber noch nicht auf die letzte. Denn diese eine scheint noch immer furchterregend und anders zu sein als die anderen. Die Vernunft aber versichert dir, dass sie alle dasselbe sind. Wir sagten schon, dass dieses Jahr die Gleichheit der Dinge betonen würde, die gleich sind. Diese letzte Frage, die in der Tat die letzte ist, die du zu entscheiden brauchst, scheint immer noch eine Bedrohung zu enthalten, die die anderen für dich verloren haben. Und dieser eingebildete Unterschied bezeugt deinen Glauben, dass vielleicht die Wahrheit jener Feind ist, den du vielleicht noch finden wirst. Hier, so scheint es, würde demnach der letzte Rest von Hoffnung liegen, die Sünde zu finden und die Macht nicht zu akzeptieren. Vergiss nicht, dass die Wahl der Sünde oder Wahrheit, der Hilflosigkeit oder der Macht die Wahl ist, anzugreifen oder zu heilen. Denn Heilung kommt von Macht und Angriff von Hilflosigkeit. Wen du angreifst, den kannst du nicht heilen wollen. Und der, den du geheilt haben möchtest, muss der sein, den du ausgewählt hast, dass er vor Angriff geschützt werde. Und was ist diese Entscheidung anderes als die Wahl, ihn entweder mit den Augen des Körpers zu sehen oder ihn dir durch die Schau offenbaren zu lassen? Wie diese Wahl ihre Wirkungen zeitigt, das ist nicht dein Problem. Doch was du sehen willst, muss deine Wahl sein. Dies ist ein Kurs in Ursache, nicht in Wirkung. Erwäge sorgsam deine Antwort auf die letzte Frage, die du noch immer unbeantwortet gelassen hast. Und lass deine Vernunft dir sagen, dass sie beantwortet werden muss und mit den anderen drei beantwortet ist. Dann wird dir klar, wenn du die Wirkungen der Sünde in irgendeiner Form betrachtest, dass das Einzige, was du zu tun brauchst, einfach dich zu fragen ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das?
Das ist deine eine Entscheidung. Das ist die Bedingung für das, was geschieht. Es ist belanglos dafür, wie es geschieht, aber nicht weshalb. Du hast Kontrolle darüber. Wenn du die Wahl triffst, eine Welt ohne Feind zu sehen, in der du nicht hilflos bist, werden die Mittel, sie zu sehen, dir gegeben werden. Warum ist die letzte Frage derart wichtig? Die Vernunft wird es dir sagen, sie ist dieselbe wie die anderen drei, außer was die Zeit betrifft. Die anderen sind Entscheidungen, die getroffen, sodann aufgehoben und erneut getroffen werden können. Die Wahrheit aber ist konstant und beinhaltet einen Zustand, in welchem Schwankungen unmöglich sind. Du kannst nach einer Welt verlangen, die du beherrschst und die dich nicht beherrscht und anderen Geistes werden. Du kannst danach verlangen, deine Hilflosigkeit gegen Macht einzutauschen und eben dieses Verlangen verlieren, sobald dich ein kleiner Sündenschimmer anzieht. Und du kannst eine sündenlose Welt zu sehen wünschen und dich von einem angeblichen Feind versuchen lassen, des Körpers Augen zu benutzen und das zu ändern, wonach du verlangst. Vom Inhalt her sind alle Fragen gleich. Denn jede fragt, ob du gewillt bist, die Welt der Sünde gegen das zu tauschen, was der Heilige Geist sieht, weil die Welt der Sünde eben das verleugnet. Und deshalb sehen die, die auf die Sünde schauen, die Verleugnung der wirklichen Welt. Die letzte Frage aber fügt deinem Verlangen, die wirkliche Welt zu sehen, den Wunsch nach Unveränderlichkeit bei. Und so wird das Verlangen zu dem Einzigen, das du hast. Dadurch, dass deine Antwort auf die letzte Frage Ja ist, fügst du den Entscheidungen, die du bereits für alle übrigen getroffen hast, Aufrichtigkeit hinzu. Denn erst dann hast du der Möglichkeit entsagt, noch einmal anderen Geistes zu werden. Sobald es dies ist, was du nicht mehr willst, dann sind die übrigen gänzlich beantwortet. Warum denkst du, dass du unsicher bist, ob die anderen beantwortet wurden? Wäre es wohl nötig, sie so oft zu stellen, wenn sie beantwortet wären? Solange die letzte Entscheidung nicht getroffen ist, lautet die Antwort sowohl Ja als Nein. Denn du hast Ja geantwortet, ohne wahrzunehmen, dass Ja nicht Nein bedeuten muss. Niemand entscheidet sich gegen sein Glück, doch tut er es vielleicht, wenn er nicht sieht, dass er es tut. Sieht er sein Glück als ständig wechselnd an, mal so, mal anders, mal ein flüchtiger Schatten, der an nichts haftet, entscheidet er sich in der Tat dagegen. Flüchtiges Glück oder Glück in veränderlicher Form, das mit Zeit und Ort wechselt, ist eine Illusion, die keinerlei Bedeutung hat. Glück muss konstant sein, weil es dadurch erlangt wird, dass der Wunsch nach Inkonstantem aufgegeben wird. Freude lässt sich nicht wahrnehmen, außer durch konstante Schau. Und konstante Schau kann nur denen gegeben werden, die sich Konstanz wünschen. Die Macht, die das Verlangen des Gottessohnes hat, bleibt der Beweis dafür, dass der irrt, der sich selbst als hilflos ansieht. Verlang, wonach du willst. So wirst du es erblicken und denken, es sei wirklich. Es gibt keinen Gedanken, der nicht die Macht hat, zu befreien oder zu töten. Und keiner kann den Geist des Denkenden verlassen oder ihn unberührt lassen.